So, es ist wieder Samstag, diesmal ist aber geiles Wetter und ich warte jetzt gerade noch auf einen Kumpel, den Welf. Wir nämlich vor 2 Wochen festgestellt haben, dass wir beide eigentlich ganz geierig drauf sind, mal ein bisschen mit unseren vernünftigen, also mit den großen Kameras rumzurennen und ein bisschen schöne Fotos zu machen und festgestellt haben, dass wir da auch beide eigentlich mehr wollen als nur so ein bisschen knipsen. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf. Ich habe den ganzen Kram schon, meinen ganzen Kram schon im Auto. Und ja, jetzt warte ich eigentlich nur auf den. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal nach Bad Oeynhausen fahren. Da hat er nämlich ein verlassenes Flugzeugmuseum aufgetan, das irgendwann Ende der Nuller quasi geschlossen wurde. Und seitdem rotten da so die ganzen Flugzeuge und Hubschrauber und so vor sich hin. Und das verspricht schon mal ganz geil auszusehen, ein paar geile Motive herzugeben. Also gucken wir mal. Da ist er auch. So, so, das ist der Welf. Wir gucken mal, was wir so finden. Also eins ist auf jeden Fall schon mal sicher, wir sind nicht die Einzigen, die hier unterwegs sind. Also es sieht auf jeden Fall schon alles ganz geil aus. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, es liegt halt alles einfach so rum. Es ist halt so vollkommen aus dem Kontext gerissen sozusagen. Ja, das ist einfach so wahr. Ja. Ich fände es schöner, wenn die Dinger halt, ja, wie gesagt, im Freien halt rumstehen. Bei diesem Bus hier kommt man leider mit der großen Kamera nirgendwo rein, um zu fotografieren. Also probiere ich jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach mal die Intervallaufnahme hier auf der GoPro an und halte die mal rein und gucke, ob dabei irgendwas Brauchbares da rumkommt. So, wir sind jetzt also. Der Welf ist halt größer als ich. Wir haben also den ersten Schwung verrottendes Metall hinter uns gelassen und sind jetzt auf dem Weg vom Passat. Auf dem Weg vom. Was soll das heißen? Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem, oder sind jetzt quasi schon auf dem Truppenübungsplatz zwischen Langenhagen und Bootfeld. Und dann gucken wir uns mal die 3 Panzer an und gucken, ob wir da was rausholen können. Also, Alter, viel Stahl. So habe ich mir das vorgestellt, dass man schön dicht ran kann. Was ist denn geil, war das denn mal? Ja, das war ich nicht aus. Ich bin kein Sachen. Preisfrage für Roman. Der weiß sowas. Bei dem habe ich manchmal das Gefühl, dass sein Panzer einen Geruch auf 4 Kilometer Entfernung erkennt. Ja, wie geil das hier auch ist, dass dieser Baum da auch so durchwächst. Ja.
Der hier und der da ganz vorne, die sind baugleich, ne? Okay, dann kann ich mich wenigstens entscheiden, welchen ich toller finde. Tschüss, Panzer. Ja. Bis Dienstag. Ja, so, der Welf hat keine Lust mehr auf Weitwinkel. Oh ja. Der Welf hat gerade quasi sinngemäß behauptet, ich sei eine Pussy, weil ich mir den Tee mitgebracht habe. Nicht? Also ein bisschen. Und für die, die es noch nicht erkannt haben, jetzt sind wir auf diesem Spotterhügel beim Flughafen Hannover-Langenhagen an der Südbahn. So, die kleine Kamera hat mittlerweile kältebedingt aufgegeben, deswegen gibt es jetzt die große für zum Abschluss. Wir haben den ganzen Tag also hinter uns gebracht. Saugeiler Sonnenuntergang im Hintergrund und so. Und ja, ich hoffe mal, dass wir irgendwie ein paar brauchbare, schöne Bilder gemacht haben. Aber die werden dann ja sowieso zwischendurch im Video drin gefunden. Was im Boot? Hallo Mama. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Bevor ich es vergesse, da das letzte, was ich gebastelt habe, da. Was war das andere, was ich immer dazu packe? Egal, irgendwas anderes Schönes. Ne? Daumen, wenn cool, abonnieren, wenn cooler. Bis dann.